Regler und Blasterbooster A und B, aber durch die Adern, aber nicht durch die Adern von Helios. Okay. Ja, das beinhaltet sicherlich noch jede Menge Spaß für uns. Oha. Aber wir sind hier drüben. Okay. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Und dann da rein. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nur dieses Mal sind wir etwas vorsichtiger als beim letzten Mal. Nicht, dass es uns wieder dermaßen verhagelt. Ah, Nummer 1. Nee. Na, zeig dich, zeig dich. Ja, Headshot. Ah, da unten ist ein nächster, der gerne... Hallo? Ach, der Wichser hat ein Schild. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Yeah, in your face. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen mit diesem Statement zu einer neuen Folge Borderlands The Pre-Sequel. Ich genieße gerade meinen Urlaub und spiele mal... Wo ist denn der? Ist er da drüben? Ah, nee, der ist, glaube ich, hier. Und spiel mal vielleicht sogar Borderlands endlich mal zu Ende. Na, das war wieder nicht in sein Face. Was seid ihr denn? Irgendwo, ich will nur eins nicht. Ich will nur nicht wieder grippieren. Denn sonst fange ich wieder irgendwo draußen an. Und das habe ich ehrlich gesagt, ah nein, da habe ich wirklich nicht die Lust dazu. Aber zuerst mal den Turm hier. Komm. Perfekt. So, haben wir hier Gesundheit? Nein, Geld. Normalerweise bin ich über Geld eigentlich immer erfreut, aber dieses Mal wäre mir, glaube ich, Gesundheit echt lieber. Ein neuer Skin. Apropos Skin. Ich hatte ja vorhin... Moment. Ja, genau, richtig. Holo Rider. Ah, bereits freigeschaltet. Tja, dann kann ich ihn eigentlich nur verkaufen. Da brauche ich allerdings Automaten für. Nun ja, so Munition. Perfekt. Vielleicht Gesundheit hier? Yay. Sehr schön. Ich habe mir ja ein neues Spiel... genau. ein neues Schild geholt gehabt. Ein Moment mal. Ich muss hier, glaube ich, nicht runter. Ah, jetzt Zettle. Moment, das machen wir, glaube ich, dann eher mal mit dem da. Und es hat Boom gemacht. So, was fehlt noch? Ah, hier oben ist auch noch einer. Na, jetzt komm aber mal wegen dem kleinen Strich da. Jetzt so rumzumachen hier. Auf der Seite. Ne, wo fehlt noch einer? Da oben. Okay, Moment. Zack. Auch hier ein kleiner Strich. Na gut. Machen wir mit. Hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier geht alles den Bach runter. Oder was? Kompression kommt. Versuch, nicht ins Weltall gesaugt zu werden. Ja, danke für den Hinweis. Hallo? Vorbei! Zweimal vorbei. Mist. Okay, wir müssen irgendwo da drüben hin, glaube ich. Irgendwo da drüben. Da könnten wir das Rohr da nehmen. Oder? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Und dann über was? Über da oben? Ah ja, okay, alles klar. Da komme ich nicht hoch. Mist. Das genügt nicht. Gut. Ich glaube allerdings auch nicht, dass mir das da drüben reicht. Habe ich die Befürchtung. Okay, jetzt pass auf. Jetzt erstmal eine andere Waffe, dass wir die große... Okay, jetzt pass auf. Ja. Boah. Okay, der war hart. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert, Mann. Das... Oh. Nein. Aufpassen, aufpassen. Shit, Alter. Shit, Mann. Okay, jetzt pass auf. Wenn wir jetzt Glück haben... Okay, ich habe irgendwie gerade kein Glück. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
dieser scheiß Heckgeschütze. Verdammt. So, erledige ihn. Perfekt, perfekt. Sehr schön gemacht. Puh, wo ist dieses... Hier fliegt doch irgendwas rum. Aber zuerst mal den Plasma-Regler hier. Weil, wenn ich sie schon nicht vernünftig weg... Oh! Ein Ingenieur. Ja, kritisch in your face. So. Es wird so langsam. Hallöchen. Tja, es tut mir leid, ich war leider Gottes schneller wie du. Ja, das ist doch jetzt nicht wahr. Ja. Und die verdrücken sich jetzt natürlich. Das ist nicht wahr. Das ist jetzt... Komm, 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 komm. Okay, 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 pass auf. Na, verdammt. Das ist jetzt nicht wahr. Nein. Nein. Ich kann kotzen. Ich kann kotzen. ist nicht wahr. Wo bin ich denn jetzt? Wo komme ich denn jetzt wieder raus? Okay. Sieht es gut aus oder sieht es schlecht aus? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich glaube, wir müssen da raus. Ich glaube es zumindest. Okay, darüber springen. Ja, nein, vielleicht. Boah, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Es sieht zumindest mal so aus. Aber... Es geht dann halt nicht weiter, ne? Oh, oh, oh. Ich kenne den Weg von hier aus überhaupt gar nicht. Ah, sieh mal einer an. Unverhofft, kommt oft. Man muss also nur mal die Augen aufmachen. So, runter mit dir. Luft anmachen. Mal gucken, was wir hier in der Waffenkiste drin haben. Nur Müll. Und das Problem ist, von dem Müll... Habe ich jetzt, glaube ich, so viel, dass gleich mein Inventar voll ist. So, hier ist Geld drin. Jawohl, dieses Mal freue ich mich sogar drüber. Ah, ja, da ist es. Da ist es. Und zack. So. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah, da hinten irgendwo. Okay, 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 pass auf, pass auf. Yes. Der muss natürlich mit Feuer gerüstet werden, das ist klar. Yeah. Ihr kleinen dummen Wichser. So, jetzt hat Papa mal ein Machwort gesprochen. Okay, wo sind die nächsten? Hier. Hier fehlt noch einer und... Oh, 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 jetzt habe ich keine Munition mehr für den... Für meinen schönen Raketenwerfer. Feuer macht dem Ding auch nicht viel aus. Komm schon. Jetzt, so jetzt, 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 jetzt aufpassen. Okay, alles wieder in Ordnung. Die Dekompression ist abgeschlossen und wir... Oh, sieh mal an, was haben wir denn da? Ah, Mondstein, perfekt, 34. So, wo soll ich hin? Bring dich in sichere Entfernung, arbeite dich durch die Adern von Helios. Okay, also wir sollen uns in sichere Entfernung bringen. Wenn das da drüben darüber schleudert, wo um Gottes Willen landest du denn da? Scheiße. Boah, nee, oder? Nee, das will ich aber nicht. Das will ich mal so überhaupt nicht. Warte mal ganz kurz. Was haben wir denn da oben? Haben wir da oben irgendwas Brauchbares? Nein, sieht nicht wirklich so aus. Oh Mann. Das ist doch böse. Warte mal, wir müssen da drüben hin. So, da unten ist so eine Station auf jeden Fall. Aber wo bist du denn da? Reicht es dahin? Also, ich persönlich halte das eher für sehr, sehr fragwürdig. Aber okay. Wenn da unten jemand was hingestellt hat, dann wird es wahrscheinlich schon seinen Sinn machen. Oh. Und wir kriegen mal wieder Gesellschaft. Badass. Oh, 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 oh.
Nein! Komm, frieren ein. Weiter. Ja, du kleiner, dummer Drecksack, hast du gedacht? Hast du wirklich auch nur an ihren gedacht, dass du das packst? Okay, weg. Schild, Booster, erstmal. So, bam, Granate raus. Jawohl, Level 22, ihr Biester. Komm zu Papa, komm. Oh Mist, ein Inchi. Zwei Inchi, ich korrigiere mich. So, sehr schön. Irgendwo donnert da hinten noch was. Ah, da hat noch jemand ein Tüpfchen hingestellt. Ja. So, Schildboost erstmal und dann können wir gleich mal noch eben einen Mondscheinhaufen. So, wir haben einen Skillpunkt und, warte mal, aber nicht nur den, oder? Ja, wir haben auch Tokens. Waffengenauigkeit, Granatenschaden, ja. So, dann hätten wir noch, was nehmen wir denn da? Rückstoßdämpfung? Nee, brauche ich eigentlich nicht. Feuerrate? Naja. Ich nehme mal den Granatenschaden nochmal. So, jetzt hätten wir hier noch, wenn du, ja, Blitzgefrieren auf jeden Fall, das nehmen wir mit. Fesseln des Hades. Schmettern verbindet dich für kurze Zeit über eine Schockleine mit einem Gegner in der Nähe und verletzt ihn mit Stromschlägen. Die Leine wird durchtrennt, wenn die Sichtverbindung zum Ziel verlierst. Jeder Gegner, der am Ende der Dauer noch an dich gefesselt ist oder gefesselt stirbt, löst eine Feuernova aus. Und du bekommst Bonuspacken vom Marschraum für jeden betroffenen Gegner. Diese Fähigkeit hat eine Abklingzeit. Nein, wirklich? So. Haben wir den? Okay, das war ausgeschaltet. Das wollen wir aber nicht. Nein. So, da hätten wir jetzt die Möglichkeit zu springen. Aber ganz ehrlich, mir gefällt das nicht. Mir gefällt das überhaupt nicht. Oh. Nein. Oh, Darwish. Nein. Und vor allem, wieso schießt denn dieses Ding so scheiße nach oben? Das ist doch Müll. Ich dachte, das schießt eher nach vorne, aber nicht nach oben. Ah, gut, dass wir hier angekommen sind. Super, dann los. Und 1 und 2 und warte noch. Boah, jetzt geht's hier richtig ab. War das schon alles? Kadusch. Ich muss sagen, es macht Laune, rücksichtslos Zeug hochzujagen. Der Weg ist jetzt frei. Auf zum Laser. Ja, aber jetzt komm schon, check jetzt mal ganz ehrlich. Butter bei die Fische, ja? Damit, mit der Explosion kannst du doch nicht zufrieden sein. Also ich bin's nicht. Aber gut, wenn's dich glücklich macht, dann... Ja, dann meinetwegen. So, wir sind hier und müssen dahin. Das heißt, irgendwo da runter, richtig? Auf der anderen Seite aber auch könnten... Was sind die Türen da unten offen? Nee, sind sie nicht. Aber das hier ist ja eigentlich auch eine Sackgasse. So, da oben donnern wir dann herum. Wir haben aber keine Munition mehr. Das ist natürlich schlecht. Warte mal ganz kurz. Wir müssen... Oh. Das reicht mir leider nicht da hoch. Und ehrlich gesagt will ich mich mit der Flugmaschine hier auch gar nicht groß anlegen. So, wir müssen hier lang, oder? Ich hoffe, wir sind hier richtig. Ansonsten habe ich nämlich gleich ein Problem mit dem Sauerstoff. Ich habe keinen Plan. Ich werde es jetzt einfach mal probieren. So, hier ist ja wieder was.